Okay, dann sage ich Hallo. Und fangen wir mal mit einem Zitat an, das stammt vom 13. April diesen Jahres aus der Süddeutschen Zeitung. Kann der richtige Konsum Umweltzerstörung, Ausbeutung und Zwangsarbeit verhindern? Unfug, sagt Katrin Hartmann, Autorin von Die grüne Lüge. Nur die Politik kann das, wenn man sie zwingt. Das reicht eigentlich schon, aber... Muss nur noch kurz die Welt retten. Meine Idee heute Abend ist ja, ein bisschen intensiver dahinter zu steigen. Hinter die Frage, lässt sich die Welt wirklich gut kaufen? Oder sitzen wir dort einem Irrtum auf, möglicherweise sogar einer durchaus geschickten Propaganda, die uns genau dahin bringen will? Ich will euch am Anfang sagen, was ich vorhabe, worauf ich eingehen möchte. Wir können gerne an verschiedensten Stellen in irgendwelche Diskussionen ausbleiern oder hinter. Aber ich will euch vorher sagen, was ich vorhabe, damit, falls wir zwischendurch in die Diskussion kommen und den Faden verlieren, damit ihr wisst, was ihr verpasst. Mir macht das nichts, weil ich kenne den Vortrag ja schon. Mir ist das letztendlich wurscht und von daher lege ich es dann an euch. Muss nur noch kurz die Welt retten. Also ich möchte zunächst einmal darauf eingehen, warum ich die Analyse, dass die Verbraucherinnen über ihr Verhalten wesentlichen Einfluss auf die Produktionsbedingungen und damit auch auf die Umweltzerstörung oder auf die Menschenrechtslage haben, warum ich das für falsch halte. Und will da verschiedene Argumente nennen. Die Liste ist insgesamt sicherlich länger. Aber ich greife mal so die relevantesten Punkte heraus. Ich für mich finde auch, dass das reicht. Also dass diese Punkte reichen, um klar zu haben, die Verbraucherinnenmacht ist sehr, sehr begrenzt. Sie ist nicht null, aber sie wird überschätzt in ihrer Wirkung und überschätzt wird vor allen Dingen die Steuerbarkeit über Geld ausgeben. Also das ist ein Punkt, auf den ich auch noch dann eingehen werde, dass eine Menge von Effekten erreicht werden, die wir nicht kontrollieren können. Wir schmeißen unser Geld in eine Blackbox, ohne dass wir ganz genau kontrollieren können, was eigentlich genau passiert. Wir geben Geld aus für Produkte, bei denen suggeriert wird, dass sie fair gehandelt sind, dass sie umweltfreundlich hergestellt sind. Das ist mitunter auch richtig. Aber ob wir das damit fördern, wenn wir dort Geld hingeben, das bilden wir uns vor allen Dingen nur ein. Und für uns ist das ganz nützlich, dass wir uns das einbilden, denn genau aus dieser Idee, finde ich, ziehen Bioprodukte und Fairtrade-Produkte ihren korrekten Preis. Sie sind das Geld wert, denn immerhin, wenn wir dort ein Päckchen Kaffee kaufen und das 2 Euro mehr kostet, kaufen wir uns für diese 2 Euro für eine Woche ein gutes Gewissen. Und das ist doch ein korrekter Preis. Für 2 Euro eine Woche ein gutes Gewissen, dann können wir nicht meckern. Also andere psychotherapeutische Behandlungsmethoden sind teurer. Aber ob das stimmt, da gucken wir lieber nicht hin, weil dann würden wir möglicherweise feststellen, dass es so einfach nicht ist. Also, mir wird es darum gehen, warum ist die Verbraucherinnenmacht geringer als in der Propaganda des nachhaltigen Konsums? Und warum treten eine Menge von Nebenwirkungen auf, die wir in keiner Weise steuern können? Dann will ich darauf eingehen, was denn die Alternativen wären, was denn mehr bewirken würde, um daraus etwas zu entwickeln, was am Ende dann eine ganz seltsame Kurve kriegt, nämlich warum an einer Baustelle dessen, was bringt mehr, doch das Geld ausgeben, wenn ich denn Geld habe, einen positiven Effekt erreichen kann und ich dann sogar Steuerbarkeit gewinne. Das aber nur dann, wenn ich nicht nur Konsument oder Konsumentin oder irgendwas dazwischen bin. Ich gehe hier in der Hauptsache von dieser Idee nachhaltigen Konsums aus. Etwas anders gelagert ist die Geschichte bei Konsumverzicht. Da treten vor allen Dingen diese Nebenwirkungen nicht so krass auf, die ich erzeuge, wenn ich Geld ausgebe. Aber ich werde an ein paar Punkten, wenn ich daran denke, auch darauf hinweisen, wo auch der Konsumverzicht nur begrenzte Wirkung entfaltet. Meine Hoffnung ist, angesichts dieser, wie ich finde, in den letzten Jahren zugenommenen Propaganda, dass ich dieser Propaganda-Lüge, dass die Verbraucherinnen die Macht haben, ein wenig entgegenwirken kann und dass ich möglichst viele wieder gewinnen kann dafür, dass sie auf andere Karten setzen müssen, als zu glauben, dass wir am Ladenregal die Welt beherrschen. Das ist deshalb ja auch ein bisschen in Mode gekommen. Umweltschutz ist in Deutschland traditionell eine Reichenveranstaltung.
Also die Bewegung besteht fast nur aus relativ reichen Leuten, also nicht aus den ganz oberen 10.000, aber schon aus einem reich gewordenen Bürgerinnentum und deren Kinder. Das ist die Szene, die im Wesentlichen die Ökologiebewegung darstellt. Das hat möglicherweise etwas damit zu tun, dass vor allen Dingen reichen Politiken gemacht werden. Also teurere, edle Produkte, teurere Autos, teurere, was auch immer. Muss nur noch kurz die Welt retten. Also ich würde anfangen damit, warum ich der Auffassung bin, dass diese Propaganda für den nachhaltigen Konsum weitgehend ins Leere führt. Ich will am Ende keine Reihenfolge aus den verschiedenen Punkten bilden. Die sind ein bisschen unterschiedlich von ihrer Logik her. Der erste Punkt ist, dass wir mit dem freiwilligen Rückzug auf die Position der Konsumentin das ökonomisch tatsächlich relevante Potenzial freiwillig hergehen. Wer behauptet, dass die Konsumentinnen die Welt regieren, gibt den Kampf um die Produktionsmittel freiwillig ab. Das dürfte den meistens Männern in den Fabriketagen gefallen. Dass wir plötzlich selber behaupten, dass die Nachfrage das Angebot steuert. Kriegt man ja auch in der Schule oder so erzählen, nicht? Also eine sehr interessante Theorie, dass die Nachfrage das Angebot steuert. Also dadurch, dass Menschen etwas wollen, kommt es in den Markt. Wenn ich mir die Geschichte des Tamagotchis angucke, eine schwer erklärliche Geschichte, wie dieses Ding in die Welt kommen konnte, weil Leute das nachfragten, obwohl man nur sehr schwer auf die Idee kommt, dass so ein Unsinn jemals produziert werden könnte. Und so ist es mit einer Menge weiterer Dinge, dass wir plötzlich Nike-Schuhe brauchen oder ähnliches, ist nicht irgendwie eine Nachfrage, die entsteht, sondern die wird gemacht. Wenn es aber so wäre, dass die Verbraucherinnen an entscheidenden Hebeln der Macht sitzen, wären ja BASF, Daimler, VW oder wer auch immer unsere Marionetten. Wir würden bestimmen, was die produzieren. Das heißt, wir wären schuld, dass sie immer größere und schwerere Autos produzieren. Das war unsere Idee und die armen Leute dort in den Fabriketagen können leider nichts anderes machen, als das zu produzieren, was wir ja unbedingt wollen. Warum uns eingefallen ist, dass wir alle SUVs fahren müssen, ist zwar ungeklärt, aber in der Theorie, dass die Verbraucherinnen die Produktionsverhältnisse steuern, muss es ja so gewesen sein, dass irgendwann mal irgendwelche Leute auf die Idee gekommen sind, keine Ahnung, vielleicht im Rahmen einer religiösen Handlung oder im Rahmen eines Lotteriespiels oder was auch immer. Wir brauchen jetzt alle SUVs und dann haben die hergestellt, weil was sollen sie schon machen? In dem Moment, wo wir sagen, die Verbraucherinnen haben die Macht, entsorgen wir jegliche antikapitalistische oder linke Ökonomiekritik. Mensch muss ja nicht gleich zum Marxist mutieren, aber nichtsdestotrotz ist er insbesondere dessen Ökonomietheorien einfach mal bis heute unwiderlegt. Und dieser Mensch würde sich zu seinem 200. Geburtstag wahrscheinlich die Haare raufen, wie wenig heute noch daran gefeilt wird, dass der Zugang zu den Produktionsmitteln eigentlich das entscheidende Machtmittel dieser Gesellschaft ist. Ich bin kein dogmatischer Marxist. Ich glaube nicht, dass diese Gesellschaft nur ökonomisch organisiert wird. Aber in der Ökonomie finde ich diese Analyse genau richtig, dass die Inhaber der Produktionsmittel im Wesentlichen darüber entscheiden, wie produziert wird. Es gab früher mal diesen Spruch, wir wollen kein größeres Stück vom Kuchen, wir wollen die ganze Bäckerei. Und heute sind wir nicht nur auf dem Stand, dass wir gar kein größeres Stück vom Kuchen wollen, weil wir sind ja bescheiden, wir wollen ja die Welt retten. Wir nehmen sogar ein kleineres Stück vom Kuchen, aber es soll bitte nicht mit Glyphosat gespritzt. Und dann sind wir eigentlich zufrieden. Wem die Bäckerei gehört, das interessiert uns einfach gar nicht. Also diesen Verzicht auf eine relevante gesellschaftliche Machtoption halte ich für eines der größten Probleme der Propaganda von nachhaltigem Konsum, weil dadurch, dass wir dieses Feld aufgegeben haben, dadurch, dass wir glauben, dass wir die Welt gestalten, indem wir Ökostrom beziehen, statt darauf zu bauen, dass uns endlich die Stromnetze gehören, und dadurch, dass wir das Jahrzehnte schon so machen, sind wir, obwohl die Umweltbewegung und die sozialen Bewegungen total riesig sind, immer noch ein jämmerlicher, machtloser Haufen. Ausgeliefert allen 4 Jahren dem Wahlergebnis, ausgeliefert dem Wohlwollen der Industrie, das haben wir uns durchaus selber zuzuschreiben. Wir haben eine Energiewende gemacht, an der am Ende niemand von uns großen Einfluss auf die Produktionsmittel hat. Unfassbar. Dann gibt es bei dieser Propaganda von der Wirkung des nachhaltigen Konsums ein paar beeindruckende Ausblendungen. Muss nur noch kurz die Welt retten. Da ist zum Beispiel die soziale Frage. Wenn ich die Propaganda mache, dass über nachhaltigen Konsum die Welt gerettet wird, ist klar, dass die Leute, die viel Geld haben, viel Welt retten können.
Und die wenig Geld haben, von vornherein abgestempelt werden als diejenigen, die die Welt nicht retten. Weil sie ja gar nicht über die Mittel verfügen. Sie könnten vielleicht dann noch unter unserem moralischen Druck ihre letzten Cent zu einem Bioladen schleppen, um die letzten Tage des Monats zu hungern. Aber wir sagen ihnen, wenn ihr zu Lidl oder Aldi geht, dann seid ihr die Verbrecher, die diese Welt zerstören. Denn wir mit unserem überdurchschnittlichen Einkommen mit gehobener Nase in den Bioladen marschieren oder immer öfter mit der großen Familienlimousine, klar, aus der VCD-Autoliste Platz 1 gekauft, den kann sich auch kein Hartz-IV-Empfänger leisten, fahren wir an den Bioladen, die inzwischen immer mehr an den Autobahnabfahrten sich ansiedeln und kaufen uns dort unser Gewissen rein. Und neben dem, dass es den Menschen mit wenig Geld sowieso in dieser Gesellschaft schon schlechter geht, fahren wir eine Propaganda, dass es denen noch doppelt schlecht geht. Nämlich, die können sich sowieso nicht so viel leisten und dann machen wir ihnen dabei auch noch ein schlechtes Gewissen. Diese soziale Frage ist weitgehend ausgeblendet und das noch vor einem ultra interessanten Hintergrund. Das Umweltbundesamt sicherlich nicht im Verdacht, eine Politik bevorzugt für die ärmeren Schichten dieser Welt zu machen. Ich zitiere immer gerne Studien, die ein Ergebnis herausbekommen, was sie am liebsten nicht gehabt hätten. Weil dann, glaube ich, ist das einigermaßen belastbar. Also wenn, dann werden ja Statistiken so gefälscht, wie Mensch das politisch will. Es gibt diese tolle Studie vom Bundesjustizministerium, dass wenn man Leute in Knäste einsperrt, alles viel schlimmer wird. Ne? Sowas zitiere ich sehr, sehr gerne, weil die wollten sicherlich das Gegenteil herausfinden. Das wäre für ihre Politik sehr nützlich gewesen. Und so hat das Umweltbundesamt vor 2 Jahren eine Studie gemacht, wollte herausfinden, der ökologische Fußabdruck, also was für eine umweltzerstörende Schleife ziehen wir quasi so hinter uns her, hängt dieser ökologische Fußabdruck vor allen Dingen von dem Umweltbewusstsein ab oder eher vom Geldbeutel? In der Zeitung Ökologisches Wirtschaften, wo es auch mehr um das Märchen des umweltbewussten Konsums geht, ist dann das Ergebnis wie folgt beschrieben worden. Nicht das Umweltbewusstsein entscheidet über die Ökobilanz der Deutschen, sondern das Einkommen. Wohlstandsabhängige Konsum- und Verhaltensmuster seien besonders ausschlaggebend für die individuelle Umweltperformance, so etwa Flugreisen, Fleischkonsum oder Heizkosten für große Wohnräume. Das zeigt eine repräsentative Erhebung des Umweltbundesamtes. Aus der Umfrage geht hervor, dass einkommensstarke Bevölkerungsgruppen trotz positiver Umwelteinstellung einen außergewöhnlich hohen Pro-Kopf-Verbrauch an Energie und Ressourcen haben. Menschen zerstören in diesem Land vollkommen unabhängig davon, welches Umweltbewusstsein sie haben, genau so viel Umwelt, wie sie Geld im Beutel haben. Die Menschen, die halt bei Aldi und Lidl einkaufen oder so eine kleine Reihenhauswohnung haben, können, selbst wenn sie sich nicht umweltbewusst verhalten, überhaupt nicht so viel Umwelt zerstören, wie die Leute, die ein Einfamilienhaus haben, 2 oder 3 Autos da stehen haben, natürlich grüner Plakette, die den AAA-Kühlschrank da stehen haben, vielleicht auch 2, aber natürlich alles nur das Beste. Und die bei ihrer Flugreise nach Peru, die sie als Bildungsreise verschleiern, noch ein paar Groschen an Atmosphäre bezahlen, damit die durch Pflanzen von ein paar Bäumen wenigstens gefühlt die Umwelt wieder sauber machen. Ich finde sowieso, dass diese soziale Frage an ganz vielen Punkten hinkt bei der Konsumdebatte. Denn wenn ich auffordere dazu, am Ladenregal durch Kauf teurerer Produkte die Umwelt zu retten, fordere ich ja bestimmte Sachen wie Zwang zur Erwerbsarbeit oder ähnliche Sachen selber ein. Das heißt also, diese ganzen absurden Diskurse des Kapitalismus fahre ich eigentlich mit. Wir retten die Welt darüber, dass wir viel Geld haben und das ausgeben können und dann entscheiden können. Und dazu müssen wir in diesem kapitalistischen System ein vor allen Dingen erstmal mitmachen und dann vielleicht als Ingenieur erstmal eine Autobahn bauen, um von der dadurch erreichten Einnahmen dann per Bioladeneinkauf die Umwelt zu retten. Ausblendung Nummer 2. Die Genderfrage. Muss nur noch kurz die Welt retten. Die großen Firmen gehören und auch die kleineren gehören weiterhin, das ist allgemein bekannt, vor allen Dingen Männern. Wenn ihr euch Prospekte anguckt, wo zum nachhaltigen Konsum aufgefordert wird, Zeitungsartikel oder irgendwelche schönen bunten Prospekte oder Videoclips oder was auch immer, so sind dort mitunter Menschen an Ladenregalen abgebildet, die da so vorstehen und sich freuen über das, was sie haben oder Fragen gucken oder wie auch immer. Und es sind immer Frauen. In dieser ganzen Konsumdebatte ist die Genderfrage völlig ausgeblendet. Weiterhin sind Frauen für die Reproduktion zuständig. Sie dürfen inzwischen aber entscheiden, die Männern einer mehr oder Männern einer weniger umweltfreundlichen Firma das Geld geben. Aber es werden fast immer Männer sein, denen sie ihr Geld geben. Ausblendung Nummer 3. Muss nur noch kurz die Welt retten.
extrem viele Bereiche dieser Gesellschaft entziehen sich jeglicher Steuerung über den Konsum. Nehmen wir mal einen gesellschaftlichen Teilbereich, der schon in Normalzeiten durch das, was er da tut, extreme Umweltschäden hervorruft. Ressourcenverbrauch, Flächenzerstörung und ähnliches. Aber denn wenn es ernst wird, dann erst so richtig. Das Militär. Wie bitte organisieren wir umweltfreundliche Kriege durch unseren Konsum? Wollen wir jetzt alle solargetriebene Panzer kaufen, damit da endlich mehr produziert werden und wir dann davon ausgehen, dass wenn wir ganz viele kaufen, alle am Ende das kaufen? Das wäre diese Nachfrage-steuert-das-Angebot-Theorie. Also wir haben schlicht überhaupt keinen Einfluss darauf, wie die Bundeswehr oder die NATO ihre Kriege führt oder vorbereitet. Und die Bilanz, da können wir noch 30 Jahre Earth Hours oder sonst wie was machen und ständig unsere Glühbirnen auf den neuesten Standard umwechseln und ähnliches. Der Abwurf einer Bombe wird in der Ökobilanz alles auf einmal wegradieren. Gefängnisse, Psychiatrie, EU-Außengrenzen, Finanzämter, Überwachungsanlagen, Denkmäler. Alles diese Dinge produzieren einen riesen Ressourcenverbrauch, Flächenverbrauch. Und wollen wir jetzt irgendwie recycelten Maschendrahtzaun an der EU-Außengrenze anbringen, in der Hoffnung, dass dadurch, dass wir jetzt da auch Ökozäune ausrollen, wird die EU-Außengrenze plötzlich umweltfreundlich? Das sind richtig relevante Bereiche, die einfach nicht diskutiert werden. Und selbst wenn ich näher rangehe, also da, wo das etwas mit unserem umweltfreundlichen Alltag zu tun hat, stelle ich fest, dass Riesenbereiche sich der Möglichkeit, über Konsum etwas zu verändern, entziehen. Mobilität. Wie kriege ich denn die Autos weg, indem ich Fahrräder kaufe? Es gibt jetzt schon mehr Fahrräder als Autos in unserem Land. Ich kann die Zahlen natürlich noch erhöhen, aber ich glaube, es wird genau nichts ändern. Wie setze ich den Nulltarif durch? Dadurch, dass ich nicht Fahrkarten kaufe? Also die verkehrspolitisch relevanten Dinge. Was Kassel bräuchte, um autofrei zu werden, wäre Nulltarif, wären Fahrradstraßen, also dass in relevanten Teilen keine Autos mehr fahren, sondern Fahrräder fahren können, dass die Fußgänger mehr Platz haben. Alles dieses entzieht sich jeglicher Möglichkeit, über den Konsum irgendetwas dort zu erreichen. Und das ist schon ganz schön dicht dran am Alltagsverhalten. Also nicht nur dieser ganze staatliche Bereich, den ich nannte, sondern selbst in unserem Alltag riesige Bereiche, die extreme Auswirkungen auf die Umwelt haben, entziehen sich unserem Konsum. Es sind einige ganz wenige Bereiche, wo wir überhaupt nur drauf einwirken. Und wenn wir eine solche nachhaltige Konsumdebatte fahren, dann haben wir einfach ultra riesige Biotomaten auf den Augen, dass wir uns glücklich fühlen, weil wir einfach nicht mehr hingucken. So, also das als drei zentrale Blindflecken. Es gehen noch mehr, aber ich lasse das jetzt einfach mal da stehen, weil ich finde, diese drei Blindflecken sind aus meiner Sicht schon derart überzeugend, dass ich jetzt nicht noch 5 oder 6 weitere anfügen muss. Deshalb würde ich jetzt diesen anderen Argumentationsstrang aufgreifen, nämlich die Behauptung, dass es einmal neben dem, dass wir eigentlich bei näherer Betrachtung fast gar keine Wirkung haben, noch das Problem hinzukommt, dass die Wirkung, die wir haben, auch noch sehr ungenau ist, also wenig steuerbar. Muss nur noch kurz die Welt retten. Alles, was ich bisher gesagt habe, stimmt im Übrigen auch für den Konsumverzicht und in diesem Bereich wird es jetzt mit dem Konsumverzicht wenigstens etwas besser. Also mit Konsumverzicht kriege ich die Bundeswehr auch nicht weg und einen Nulltarif kriege ich auch nicht hin. Also das Konsumverhalten hat da keine Auswirkung. Wenn ich aber Konsum verzichte, also jetzt mir keine neuen Sachen kaufe oder aus dem Container lebe, habe ich wenigstens natürlich das nicht, dass das Geld, was ich ausgebe, auch noch völlig unkontrollierbare Wirkung hat. Wer aber glaubt, mit Geld ausgeben das zu machen, steht auch noch vor diesem Problem, dass es eine reine Einbildung ist, wenn ich in einem Bioladen Geld erringe, dass ich dort Umweltfreundlichkeit mit fördere. Das liegt daran, dass ich dieses Geld in einen anonymen Markt werfe und die Wirkungen in keiner Weise abschätzen kann, die dadurch hervorgerufen werden. Das Einzige, was relativ klar ist, ist, wenn ich insbesondere in einen relativ neuen Bereich, also nehmen wir mal so vor 5 oder 10 Jahren, als der Vegan-Leben-Bereich gerade so aufpoppte und so als neue Leitkultur in Deutschland sich begann durchzusetzen. Jetzt werfe ich halt mein Geld da rein und das Einzige, was sicher ist, ist, wenn viele Leute ihr Geld da reinwerfen, dass sich dieser Bereich total durchkommt. Kommerzialisiert. Das ist ja auch relativ schnell geschehen. Es gibt eine ganze Menge Restaurants jetzt und sonst wie was, wo die Hartz-IV-Empfänger sicherlich auch in der Unterzahl sein werden, vorsichtig ausgedrückt. Es gibt irgendwelche Automanager, die dann umgestiegen sind auf vegan Restaurantketten und ähnliches, weil mit dem Thema lässt sich jetzt Geld machen. Und jetzt passieren verschiedene Effekte, die Menschen, die ihr Geld ausgeben für vegane Produkte, oder vor 30, 40 Jahren war das diese Bio-Nahrungsmittelschiene, die da groß wurde, die ich eher nicht will. Im Zuge der Kommerzialisierung setzen sich jetzt Massenproduktionsverfahren durch. Zur Erzielung von brauchbaren, es wird investiert. Zur Erzielung brauchbarer Profitraten muss ich Kosten senken.
Kosten senken tue ich aber genau, auch da hat der gute Herr Marx recht gehabt, durch die verstärkte Ausbeutung von Mensch und Natur. Es war die Bioladenlandschaft, die bei der Einführung des Mindestlohns mit am lautesten gequäkt hat. Und das aus guten Gründen. Denn mit der Behauptung, hey, wir retten alle gemeinsam die Welt, gab es dort abenteuerlich niedrige Löhne zum Teil. Und wer glaubt, dass der Bioladenbereich oder diese ganzen Bio-Großhändler oder so nicht längst auch schon auf der Welt Landgrabbing, also Landraub oder so in fernen Kontinenten betreibt, hat von Kapitalismus genau nichts verstanden. Natürlich machen die das. Und es war nie anders zu erwarten. Es ist ein hoch durchkommerzialisierter Bereich. Und welche Effekte ich erziele, nicht einmal in der Umweltbilanz ist das sicher. Sind die Kartoffeln aus Ägypten im Bioladen eigentlich in der Umweltbilanz tatsächlich besser als die konventionellen Kartoffeln von nebenan? Wobei das ja weder das eine noch das andere überzeugt. Wer in einen Bioladen geht, findet heute einen Kolonialwarenhandel. Mit Transportstrecken, die abenteuerlich sind. Mit Verpackungen, die abenteuerlich sind. Und wenn ich Pech habe, mit Überwachungskameras und allem drum und dran. Und ich möchte nicht auf die ganzen Bio-Plantagen fahren, die irgendwo in fremden Ländern sind, wo es keinen Mindestlohn gibt, und mal schauen, wie dort die Verhältnisse sind. Ich habe hier ein Bild, dem gehe ich mal rum. Ihr kennt vielleicht eines der größten Gemüseanbaugebiete von Europa insbesondere. Im Frühling kommt da fast alles her, was man kennt. Das ist Almeria in Südspanien. Das ist ein Luftbild dieser Gewächshauslandschaft. Das ist eine wunderbare Ecke für Kapitalisten, nicht die wenigen Kapitalistinnen oder irgendwas dazwischen. Da gibt es noch Billigarbeitskräfte, die aus Nordafrika da hinkommen können, ausgebeutet werden, während gleichzeitig darüber geredet wird, dass die doch abgeschoben werden müssen. Also ein wunderbares Feld für ekelerregende Politik. Und da kommt das Gemüse her. Dieses Bild hat jetzt ein Problem. Es zeigt einen Ausschnitt aus der Gewächshauslandschaft von Almeria. Und zwar den Ausschnitt, wo das Biogemüse produziert wird. Von oben null zu unterscheiden. Die Arbeitskräfte, die gleichen ausgebeuteten Leute aus Marokko. Der Flächenverbrauch, der gleiche. Nur gespritzt wird er nicht, damit es uns hier gut geht. Also ich komme aus der Umweltbewegung. Vor ungefähr 40 Jahren angefangen. Seitdem bin ich eigentlich so Vollzeitaktivist. Und das war damals die Zeit, wo diese Bioläden quasi so aufkamen. Es gab vorher schon so einige Ökohöfe, vor allen Dingen jetzt so aus der Antro-Ecke und ähnlichen. Aber da, das war die Zeit so, aus der laufenden Umweltdebatte der 70er Jahre entstanden so die ersten Bioläden. Bevor die Bioläden entstanden, aber eigentlich gab es einen anderen Verteilungsmechanismus, nämlich Leute vor allen Dingen in Städten taten sich zusammen, kauften gemeinsam ein bei den Höfen. Es gab zeitlich ein bisschen vor den Bioläden eine Riesenmenge von Foodcorps, Lebensmittelkooperativen, die gemeinsam eingekauft haben und es dann verteilt haben. Vor allen Dingen diese setzten die Impulse für die ersten Bioläden. Die ersten Bioläden, die ich alle so kenne, waren in der Regel kleine Läden, selbstorganisiert, rotierend, standen die Leute hinter der Theke und sie waren gleichzeitig Verteilpunkt der Foodcorp. Also die einen dort haben ihr vorbestelltes Zeug bekommen und andere haben dort normal eingekauft. Oder du holst dir dein vorbestelltes Zeug und nimmst da noch ein paar andere Sachen mit. So sahen die ersten Bioläden aus. Und dann wuchs das. Und ich weiß noch damals, wie ich auch Werbung gemacht habe für diese ganze Geschichte, dass mehr Leute Bio einkaufen und so weiter und selber dachte, das ist bestimmt super, wenn Leute mehr Bio kaufen, dann gibt es auch mehr Biolandwirtschaft. Das stimmt natürlich auch erstmal. Aber es traten eine Menge anderer Effekte auf. Als die Bioläden größer wurden, gründeten sie einen Bundesverband. Den Bundesverband Naturkost und Naturwaren, BNN, den gibt es auch heute noch. Der dachte sich irgendwann mal, da wird noch eine Menge mehr Geld zu kriegen sein, wenn wir die Foodcorps wegkriegen. Und der BNN sagte damals den noch übersichtlichen Zahl von Bio-Lebensmittelproduzenten, Rapunzel und ähnliche alte Firmen, wir nehmen eure Produkte nur noch ab, wenn ihr die Foodcorps nicht mehr beliefert. Und so gab es einen Massenmord an Foodcorps und so haben wir unseren eigenen Mörder aufgebaut. Blind dafür, dass der Kapitalismus genau so arbeitet, dass du nicht in der Lage bist, über innerkapitalistische Vorgänge das Gute in der Welt zu schaffen. Ich weiß nicht, wie viele Schlachtfabriken inzwischen überleben, weil sie Dienstag und Mittwoch die Veganwürstchen über ihre Fließbänder schieben und am Mittwoch dann wieder fastig. Das ist schwer abzuschätzen. Ich will ja gar nicht behaupten, dass sicher ist, dass du durch deine Geldausgabe blöde Wirkungen hast. Sondern was ich ausdrücken will, ist, dass du eigentlich fast nichts wirklich steuern kannst.
Es gibt noch verschiedenste andere Bereiche, die sind auch gut untersucht, wo sowieso schon fragwürdig wird, ob es überhaupt was bringt und da auch der Konsumverzicht vor allen Dingen Probleme macht, das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Da wäre ich jetzt theoretisch gar nicht drauf gekommen, aber der ist so gut untersucht, dass ich der Auffassung bin, dass vieles dafür spricht, dass der stimmt. Das heißt, wenn man irgendwo auf Konsum verzichtet, kauft man irgendwo anders mehr ein. Und in der Umweltbilanz hilft das eigentlich nicht. Ich kaufe mir ein umweltfreundlicheres Auto und fahre mehr damit. Oder was auch immer. Also summa summarum. Muss nur noch kurz die Welt retten. Mit Konsum haben wir viel weniger Wirkung, als wir so denken. Riesige Bereiche der Gesellschaft werden gar nicht erfasst. Es gibt unendliche Blindflecken. Und wir wissen eigentlich nicht wirklich, was wir da tun. Vielleicht nochmal an einem Beispiel, was ich ja hautnah selber erlebt habe. Muss nur noch kurz die Welt retten. Vor 10 Jahren, so war da der Höhepunkt, der Kampf um die Agrogentechnik in Deutschland. Das ist jetzt immerhin ein Thema, wo wir, anders als beim Militär, Verkehr oder sonst wie was, durch unseren Konsum überhaupt irgendeinen Effekt erzielen können. Vielleicht können sich manche von euch noch erinnern. Das ist 10 Jahre her. Wenn ihr in einen Bioladen gegangen seid, zu dieser Hochphase der Agrogentechnik-Debatte, die ist ja tot, aus einem sehr coolen Grund, wie ich finde, nämlich dass 2011 die letzten Felder in einer außergewöhnlichen Schlacht zwischen kreativ-militanten Gentechnik-Gegnerinnen und den großen Konzernen für die verloren gingen und sie Deutschland daraufhin verlassen haben. Vorher tobte der aber ja, und jetzt war die Situation so, du gehst in einen Bioladen und da Gentechnik einige Jahre das zentrale Thema war und enorm viele Leute auch auf Bio umgestiegen sind wegen der Gentechnik. Also das war vor allen Dingen für die gentechnikfreien Lebensmittelkonzerne eine ausgesprochen lukrative Auseinandersetzung. Jetzt gehst du in einen Bioladen und vorne liegen die ganzen Prospekte von Bioland, B&D und Greenpeace mit der meines Erachtens richtigen Behauptung, Koexistenz gibt es nicht. Koexistenz war so ein wichtiger Begriff in der Debatte. Sie sagte, Gentechnik-Landwirtschaft und gentechnikfreie Landwirtschaft können nebeneinander nicht existieren. Wahrscheinlich habt ihr alle noch eine gewisse Erinnerung an eure Grundschule, wo Mensch schon lernte, dass die Pflanzen, wenn sie irgendwas miteinander haben, dass sich alles miteinander vermischt. Nicht nur bei Pflanzen so. In der Tat würde über Bienen- oder Pollenflug alles durchmischt werden. So, das waren die Broschüren am Eingang eines jeden Bioladens. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen aus der Mode gekommen und ist jetzt nicht mehr so, da liegen jetzt andere Themen, aber damals war das so. So, jetzt gehst du in den Bioladen rein und stehst vor den Regalen und die hatten alle so Aufkleber, garantiert gentechnikfrei, weil Bio. Du stehst da so vor und denkst dir, Moment, gehst nochmal wieder zum Eingang zurück. Tatsächlich, hier steht, wenn Gentechnik und Landwirtschaft da ist und nicht Gentechnik und Landwirtschaft, vermischt sich alles. Gehst du wieder hin, aber hier steht, garantiert Gentechnik frei bei Bio. Mindestens eins von beiden muss gelogen sein. Nicht produziert ohne Gentechnik? Nö, steht schon Gentechnik frei. Da war das normale Label so. Oder ohne Gentechnik oder wie auch immer, einfach nur so. Die Firma Typhoon, Tofu-Firma aus Freiburg, haben zum Schrecken der ganzen hochkommerzialisierten Biobranche dieses Label irgendwann mal runtergenommen, habe ich halt mitgekriegt, und eine Presseinfo rausgehauen, dass das eigentlich nichts anderes als Betrug an den Kundinnen und Kunden ist. Denn wer will das eigentlich wissen, wann diese Gentechnik da auftaucht? Und sowieso nicht, weil es nicht gespritzt wird, ist keine Gentechnik drin, sei einfach absurd. Da haben einige bestimmt ganz schön Herzklopfen gekriegt, ob das jetzt eine größere Debatte war, aber wir hatten Glück. Es gab keine größere Debatte und es blieb eigentlich bis zum Ende dieses absurde Märchen, dass durch den Kauf von Bio die Vermischung mit Gentechnik-Landwirtschaft aufzuhalten ist. Meines Erachtens ist das aber von vornherein Unsinn. Und die einzige Strategie, die Gentechnik-Freiheit aller Produkte durchzusetzen, ist die Vernichtung aller Ausbreitungszentren, also der Felder mit gentechnisch verändertem Material. Wenn ich der Auffassung bin, dass Koexistenz nicht möglich ist, ist das die einzige erfolgversprechende Strategie. Das wussten wir damals schon. 2006 gab es diesen LL601-Skandal. Das war ein Reis, der weltweit in allen Ladenregalen war. Und er stand nur in Nordamerika auf kleinen Versuchsfeldern. Und Reis ist sogar ein Selbstbestäuber. Das heißt, er hat die geringste Tendenz, Pollen überhaupt auszustreuen. Niemand weiß bis heute, wie das passiert ist, dass der weltweit überall war. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt alle schon. 2, 3 kleine Beete reichen aus, um die Welt zu verseuchen. Trotzdem behaupten wir so einen Quark. Aus kommerziellen Gründen. Wenn das alles, ich will nicht sagen nicht, aber wenn das alles so wenig hilft und so unkontrollierbar ist, was ist es denn dann, worauf es eigentlich ankommt? Muss nur noch kurz die Welt retten. Ich möchte 2 Dinge in den Vordergrund stellen, die ich beide auch schon tangiert habe, die also jetzt wahrscheinlich nicht besonders überraschen. Das eine ist die Wirkung von direkten Aktionen. Muss nur noch kurz die Welt retten.
die Energiewende ist nicht durch den Kauf von Ökostrom herbeigeführt worden, sondern durch einen umfangreichen, langjährigen Kampf, vor allen Dingen der Anti-Atom-Bewegung, die das gesellschaftliche Thema hochgebracht haben. Und der Kauf von Ökostrom kam erst in Mode, als die Energiewende weitgehend politisch durchgesetzt war. Dann kam das natürlich auch. Wir haben momentan 5% Ökostromkunden, 25-30% Ökostrom im Netz. Man kann Ökostrom auch kaufen als Tausch Wasserkraftstrom aus Norwegen im Tausch. Das ist ja sowieso alles nur eine buchhalterische Geschichte. Kriegt dann irgendjemand in Norwegen den deutschen Kohlestrom? Früher war es Atomstrom. Es geht alles. Wir haben hochmoderne Zertifikatewesen. Wenn ich aber Widerstand leiste, entsteht eine gesellschaftliche Stimmung. Faszinierend zu sehen bei dem Ausstieg aus der Braunkohle. Ich war dabei, als wir 2011 uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, das muss mal als Thema kommen. Da hat außerörtliche Bürgerinitiativen niemanden interessiert. Und es gelang innerhalb von 3 oder 4 Jahren über zunächst sehr spektakuläre Aktionen von sehr wenig Leuten. Wir waren in den ersten Jahren eher so 10 oder 20, die Kohlezugblockaden gemacht haben, Wälder besetzt haben und so weiter. Und inzwischen ist es ein Massenthema und das aus der Braunkohle so gut wie politisch durchgesetzt. Also ähnlich bei der Atomenergie geht es natürlich schon noch um die Frage, wie lange wird das Elend noch dauern? Aber es geht eigentlich nicht mehr um die Frage des Ob, wobei wir natürlich die verschiedensten Widerstandsformate weiterhin brauchen. Und so wird es bei anderen Dingen auch sein. Also ich bin seit einigen Monaten viel unterwegs, um diese Autofrei-Initiative nochmal wieder in Gang zu bringen. Und auch da ist mir völlig klar, das wird gelingen über direkte Aktionen. Nulltarif durchsetzen, Fahrradstraßen einfach aufmalen. Es gab in Gießen, haben vielleicht auch manche mitgekriegt, dieses Nulltarif-Fake. Also so die Oberbürgermeisterin hat da plötzlich mal zu 10 Tagen Nulltarif eingeladen. Ein gigantisches Spektakel brach in Gießen los. Völlig unabhängig von der Frage, dass dieses Schreiben offensichtlich gar nicht von ihr kam. Das Aktionsschwarzfahren, ein Format, was wir im Moment versuchen in Schwung zu bringen, also eine Variante entwickelt haben, wie das Schwarzfahren nicht mehr strafbar ist, nämlich genau dann, wenn man es als Demonstration für eine Verkehrswende macht, also da offensiv reingeht und unser Traum ist, dass zukünftig in jeder Straßenbahn, die hier fährt und in jedem Zug eine Person ist, die gekennzeichnet schwarz fährt, also es ist ja sowieso durchschnittlich immer eine Person drin, die schwarz fährt, also von den Durchschnittszahlen 5% der Leute in so einer Straßenbahn haben keine Fahrkarte, also nehmen wir einfach mal an, so durchschnittlich in jedem Wagen eine Person, wenn diese Person jetzt straffrei fährt und Flyer verteilt für den Nulltarif, wir haben es inzwischen mehrfach gemacht, erreicht extrem gut Leute und ich bin sehr gespannt, wenn das zu einem Massenphänomen wird, wie dann die Reaktion darauf erfolgt. Weil ich habe immer noch Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie sie diese Art von Aktion dann eigentlich ausbremsen wollen. Außer durch den Nulltarif. Das ist das, was in dem Satz drinsteht von Katrin Hartmann. Nur die Politik kann das. Also der Satz so alleine wäre fatal, weil die will das nicht. Und die sitzt unter anderen Zwängen von Lobbyisten oder ähnliches und deshalb der Nachsatz von ihr das Entscheidende, wenn man sie zwingt. Wir schaffen Verhältnisse, in denen eine Situation nur noch dadurch aufgelöst werden kann, dass der Nulltarif eingeführt wird, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dass auf Ökostrom umgestellt wird oder was auch immer. Diese direkte Aktion meines Erachtens ist ein sehr entscheidender Hebel, den wir haben. Und ich habe Angst, dass die Debatte über den nachhaltigen Konsum uns wegbringt davon, die Verhältnisse da draußen auf der Straße durchzukämpfen. Die zweite Säule, kümmern wir uns um die Produktionsmittel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Organisieren wir den Zugriff auf die Produktionsmittel, sorgen wir dafür, dass die Energienetze, die Wassernetze in Bürgerinnenhand kommen, nicht Rekommunalisierung, also falls es hier sowas wie Stadtwerke gibt, das ist doch in der Regel der Abschiebebahnhof für über Skandale gestolperte alte Männer aus der Politik. Das ist doch keine Perspektive für einen ökologischen und sozialen Umbau der Gesellschaft, sondern in Bürgerinnenhand. So wie wir haben das Vorbild. Ewig lang ist es schon hier, gibt es eine Gemeinde in Deutschland, im Schwarzwald ist die, Schönau, die ihr Energienetz in Bürgerinnenhand gebracht hat. Und seit diesem Moment die interessanteste Energiepolitik macht, die es in diesem Land gibt. Also bei sich kommunal. Sie sind auch noch Stromvertreiber, überregional, da sind sie ein ganz normaler Konzern, der irgendwo einkauft und irgendwo verkauft. Aber das, was dort entstand, vor Ort, die Volkswirtschaftler erzählen uns ja immer, wenn die Menschen selber entscheiden, dann wollen sie nur das Billigste und gehen über Leichen. Quatsch! Das ist auch noch nie so gewesen. Sondern wir kennen aus den 70er Jahren die Modelle, wo die Innenhöfe gesagt wurde, die Leute, die da wohnen, gestalten die jetzt einfach gemeinsam. Das war die Zeit, wo die geilsten Innenhöfe entstanden. Heute ist das alles wieder durch Dienstleister geregelt und jetzt ist alles wieder scheiße. Dann, wenn die Menschen entscheiden können, wenn wir also den Zugang zu Boden, zu Produktionsmitteln, zu Fabriken oder ähnliches haben, dann beginnen wir darüber nachzudenken, wie können wir ressourcensparend arbeiten, denn das Besorgen von Ressourcen außerhalb der Machtstrukturen des Imperialismus und des Kapitalismus ist scheiße aufwendig.
Und wenn wir den Leuten in Kolumbien nicht einfach die Steinkohle wegnehmen können und die stören, wegschießen können, dann werden wir uns andere Sachen ausdenken. Wir werden auch plötzlich wieder über Energiesparen nachdenken, was ja völlig außer Konjunktur gekommen ist, weil die Energiewende nach kapitalistischen Prinzipien läuft. Ich freue mich natürlich über jedes Windrad schon einer Braunkohleanlage, aber die Windenergieanlagen inzwischen ohne Bürgerbeteiligung, die Anlagen sind nicht mehr recyclingfähig. Das interessiert auch niemanden mehr. Wie gesagt, das soll jetzt keine Absage an Windenergie sein, aber dieser ganze Bereich ist durchkapitalisiert ohne Ende. Wir haben den Einfluss auf das Geschehen komplett verloren, mit der Folge, dass irgendwelche, wie ich finde, irrationalen Bürgerinitiativbewegungen inzwischen gegen die Windenergieanlagen wettern und Anti-Energiewende-Komitees und was es da so alles gibt. Aber das haben wir auch selber ein bisschen verbockt. Die Umweltbewegung hat auf das große Geld und auf die großen Strukturen gesetzt und auf die Wende von oben. Die ist auch gekommen, aber mit den Ergebnissen, dass die Produktionsmittel wieder nicht um Sagen liegen. Und das werden wir nachholen müssen. Und wir werden es bei neuen Bereichen, die Nahrungsmitteldebatte, die läuft ja erst seit kurzem. Hier werden wir das noch entscheiden können. Wollen wir große Biohöfen? Wollen wir das über den Markt umsetzen? Auch noch eine schöne Wirkung, die wir nicht steuern können. Dieses Zertifikatewesen. Muss nur noch kurz die Welt retten. Wenn ich am Laden die Welt retten will, am Ladenregal, brauche ich ja irgendeine Information. Wieso soll das eigentlich umweltfreundlicher sein? Ich habe keine Ahnung mehr, wer das hergestellt hat. Das macht dieses Zertifikatewesen groß. Mit auch unsteuerbaren Folgen. Unter anderem, dass wenn es zu wenig Bio gibt, natürlich irgendwelche Leute umdeklarieren. Dass es Skandale im Bio-Bereich gibt, liegt nicht daran, dass die Bios einander Klatsche haben, sondern liegt daran, dass sie sich der Kommerzialität voll hingegeben haben. Wer davon überrascht ist, hat von Kapitalismus nichts verstanden. Und die Zertifikate selber stellen ein größeres Problem dar. Glaubwürdige Zertifikate brauchen Kontrolle. Kontrolle ist teuer. Wer bei Bioland oder Demeter mitmachen will, zahlt einen Haufen Geld. Das können nur die Großen. Und folglich sind die Biohöfe durchschnittlich größer als die anderen. Dieses Geschehen im Markt schafft immer Monopolisierungstendenzen. Und wer davon überrascht ist, wie gesagt, hat Kapitalismus nie richtig analysiert. Wenn wir aber sagen, nee, so wollen wir das nicht, wir verlassen den anonymen Markt, wir wollen ran an die Produktionsmittel, kommen uns ganz andere Ideen. Und im Nahrungsmittelbereich ja auch nicht neu. Zum Beispiel vom Ansatz her ist diese Idee der solidarischen Landwirtschaften viel besser. Jetzt verknüpft sich einen konkreten Hof oder mehrere konkrete Höfe mit konkreten Menschen. Leider, das ist mein Eindruck, geht es hier auch schon wieder in die falsche Richtung, nämlich in einen hochkommerzialisierten Dienstleistungssektor. Also man kann jetzt nicht marktorientiert einkaufen, dann ist es keine Solawi mehr. Aber immer mehr Solawis gehen dazu über, nach den ersten ein, zwei Jahren, wo alle euphorisch sind und dann hatte man seinen Verteilraum und alle putzen hinterher, nimmt das so langsam ab und irgendwann ist kaum noch jemand engagiert. Und viele Solawis gehen jetzt dazu, mehr Geld zahlen. Kundinnen und Kunden von Solawis sind überwiegend wieder aus diesem reichen Bürgerinnentum und bezahlen eine Kraft, die dann diesen Verteilpunkt managt. Also dieser Trend zu einem Dienstleistungskapitalismus, befürchte ich, wird in den Solawis wieder aufkommen. Und das liegt daran, dass wir die Debatten falsch führen. Stattdessen hätte ich die genau andere Richtung für spannend gefunden, nämlich dass wir nicht damit zufrieden sind, dass ein Hof 150 Leute beliefert, sondern dass wir eine Debatte eröffnen, dass dieser Hof den 150 Leuten irgendwann noch gehören muss. Und wir die Arbeitsprozesse gemeinsam organisieren. Also was nicht heißt, auf Arbeitsteilung zu verzichten. Aber wir überlassen das nicht mehr dem Kapitalismus, wie wir uns das aufteilen, sondern wir machen das jetzt selber. Ich habe einige Solawis besucht und es gab welche, die haben das gemacht. Zum Beispiel am Chiemsee habe ich eine besucht. Das waren ungefähr 80 Leute, meine ich mich dunkel zu erinnern, schon ein paar Jahre her. Und 30 von denen haben immer auch mitgemacht und die haben jemanden dafür bezahlt. Gut, das ist jetzt auch eher reicheres Bürgertum gewesen, der sie angeleitet hat. Aber das Spannende war, als sie zusammen Produzentinnen wurden, entstanden eine Menge von Seitenzweigen. Also da ist dann so ein Café entstanden da in dem Ort. Das ist so eine Kochschule mit so einem Backraum entstanden, der öffentlich zugänglich war. Das heißt, dadurch, dass die Leute etwas gemeinsam gemacht haben, entstand eine Art kultureller Prozess. Das ist spannend. Wenn wir so weit sind, werden wir tatsächlich zu Mitentscheidern und Entscheiderinnen oder irgendwas dazwischen der Verhältnisse. Das heißt, die Frage zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, ich möchte, dass meine Solawi vegan ist. Und andere sagen, nee, ich möchte auch Eier haben von freilaufenden Hühnern. Dann ist es denkbar, dass wir uns nicht einigen können in der Solawi. Aber der zentrale Unterschied ist, dass wir überhaupt es dort ausfechten können. Wir sind plötzlich relevant mit unserer Meinung, weil wir den Zugriff auf Produktionsmittel haben. Und jetzt kommt der schöne Dreh. Muss nur noch kurz die Welt retten. Wenn wir denn Geld auf dem Konto haben und wollen das ausgeben, dann einmal für direkte Aktion und zum anderen in einer Konsumsphäre, die direkt mit den Produktionsmitteln verbunden ist. Das heißt, schleppen wir unser Geld, wenn wir das denn haben, und manche Leute gehen ja sowieso arbeiten und können sich das auch gar nicht vorstellen, dass das anders geht, dann schaut, wo Konsumsphären sind, die mit den Produktionsmitteln verbunden sind. Also Solawis. Und wenn irgendwas noch nicht da ist, guckt, ob es in Gang schiebbar ist.
Fahrräder, was auch immer, gemeinsame Produktionsstätten, Energienetze. Man kann einen Bürgerinnenentscheid ja anzetteln und dann sein Geld da reingeben, dass wir zusammen darüber entscheiden, wo die Energie herkommt. Oder das Wasser, oder. Also insofern ist Geld ausgeben doch eine Chance. Aber nur dann, wenn ich den Konsum mit dem Zugriff auf Produktionsmittel verbinde, sonst schmeiße ich alles in eine Blackbox. Und unabhängig davon bleibt, wenn wir es nicht schaffen, die gesellschaftlichen Verhältnisse über direkte Aktionen zu verändern, glaube ich, wird es am Ende nicht reichen. Also direkte Aktion ist nicht alles, aber ohne direkte Aktion ist alles nicht. Von daher, abschließender Satz. Muss nur noch kurz die Welt retten. Der Satz, wir wollen kein größeres Stück vom Kuchen, wir wollen die ganze Bäckerei, war immer richtig. Und wenn wir das heute mit ökologischem und sozialen Standards verbinden und das an den Orten, wo wir den Zugriff auf Produktionsmittel haben, nicht so beschissene Arbeitsbedingungen und ähnliches sind, wie im Biobereich zum Beispiel üblicherweise auf der ganzen Welt, dann haben wir was richtig gemacht. Und an den Schrauben sollten wir viel mehr drehen, anstatt uns freiwillig als Konsumentinnen abstempeln zu lassen und ein Hamsterrad zu springen, wo wir laufen. Und eigentlich kaum einen Einfluss auf das Geschehen haben.